Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video geht es mal um das hier. Ja, es soll heute mal um diese Geräte hier gehen. Und was es mit denen auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Also diese Geräte, wie ihr seht, sind alles mobile Geräte. Das ist einmal das Samsung Galaxy Tab 3, das Samsung Galaxy S4, das iPhone 4S und der Apple iPod 4G. Jetzt zeige ich euch die Geräte mal genauer. Das soll jetzt kein Review-Video über die Geräte werden, sondern einfach nur ein Testbericht, ob ihr euch die Geräte kaufen solltet, jetzt immer noch, obwohl das ja alles schon ein paar ältere Geräte sind. Wenn ihr es wissen wollt, dann schaut euch das Video jetzt weiter an. Also, als allererstes starten wir hier mit dem Samsung Galaxy Tab 3, weil das ist auch das einzige Tablet in der Runde, wie man sehen kann. Es hat einen großen Bildschirm und hier unten Zurücktaste, Menütaste und noch eine, also das hier ist die Ins-Menü-Taste, jetzt habe ich es auch gerade aktiviert. Und das hier ist halt die Menütaste. Es hat hier unten noch einen Micro-USB-Anschluss. Zwei Lautsprecher und auf der Oberseite ein Mikrofon. Ja, das ist das LTE-Modell. Also wie man es da sehen kann, man kann da halt da eine SIM-Karte reinstecken und dann kann man das Gerät halt mit Mobilfunk nutzen. Und ja, ich muss zu dem Gerät dazu sagen, es ist sehr, also ein bisschen langsam. Wenn man jetzt hier sieht, ich drehe das. Und bis es sich gedreht hat, sieht man richtig, wie laggy das Ganze ist. Aber das Gerät ist auf jeden Fall noch benutzbar. Und ja, das war's mit diesem Gerät. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen ist, das besitzt zwar eine Kamera, aber keinen Blitz. Kommen wir nun zum Samsung Galaxy S4, was ja meinem kleinen Bruder Triton 1802 gehört. Das sieht so aus und wie man es da vielleicht schon sehen kann, es hat einige Schrammen schon auf dem Display, weil es ihm schon mal runtergefallen ist. Ja, und so sieht es aus. Das ist übrigens die Black Edition, weil das besitzt nicht wie das normale eine Plastikrückseite, sondern so eine Kunstlederrückseite, die man auch abnehmen kann. Und dann kann man hier den Akku austauschen, eine SD-Karte reinstecken und die SIM-Karte. Und wenn man das zumacht, muss man auch darauf achten, dass hier das wirklich zu ist. So, das hier ist die Kamera. 13 Megapixel mit einem Blitz. Hier der Lautsprecher, der eigentlich ganz okay klingt. Und der Micro-USB-Anschluss. Was man jetzt hier gut sehen kann, ist, weil das so oft das Kabel reingesteckt wurde, ist hier schon die Farbe abgeplatzt und es sieht halt nicht mehr so schön aus. Und das Gerät funktioniert noch tadellos. Ja, ich entsperre es mal schnell. Ja, so sieht die Oberfläche aus. Ich muss bei dem Tablet, das jetzt habe ich vorhin nicht dazu gezeigt, weil das sieht fast genauso aus wie das hier und es wäre halt übelst ein bisschen laggy gewesen, das zu zeigen. Ja, also so sieht's aus, das System. Ja, und das war's zu diesem Gerät. Kommen wir nun zum iPhone 4S. Was so aussieht. Da muss ich aber dazu sagen, das ist nicht mein eigenes, also ich habe es mir nicht selber gekauft, ich habe es von einem Freund bekommen, der jetzt ein iPhone 6S nutzt. Und der hat es mir halt gegeben, weil Ich hab ihn halt gefragt, kann ich das bekommen, weil es hätte bei ihm sowieso bloß rumgelegen und deswegen habe ich es jetzt. Das ist in schwarz. Es steht zwar bloß iPhone drauf, aber es ist iPhone 4S. Und wie man hier auch sehen kann, sehr anfällig für Fingerabdrücke, weil es halt eine Glasrückseite hat. Hier die Kamera, 8 Megapixel mit einem Blitz. Oben drauf der An-Ausschalter. Hier der Kopfhöreranschluss. Dann noch der alte 30-Pin-Connector.
und die zwei Lautsprecher, die wirklich grauenvoll klingen. Also die klingen nicht mehr schön, sondern die klingen wirklich grauenvoll. Wenn man damit YouTube-Videos guckt, es klingt einfach so bescheuert. Guckt entweder mit einem externen Lautsprecher oder mit Kopfhörern. Dann hier, was ich halt cool finde, die Knöpfe. Die sehen halt cool aus mit Minus und Plus drauf. Und hier der Mute-Switch, um von lautlos zu laut zu switchen, der halt bei diesem Gerät leider kaputt ist. Also wie man hier sehen kann. Es vibriert nicht. Nichts passiert. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal das System. Ich muss erstmal entsperren. Ja, so sieht das System aus. iOS 9.0 ist hier drauf. Das ist das letzte iOS, was für dieses Gerät noch funktioniert. Und ich finde einfach, das sieht auch von hinten richtig schön aus. Ja, und wenn man jetzt das Display wieder sperrt, kommt halt noch diese alte Sperrgeräusch. Ja, das war's zum iPhone 4S. Kommen wir nun zum letzten Gerät, was ich euch zeige, der Apple iPod 4G. Den möchte ich euch jetzt nicht so ausführlich zeigen, weil ich habe darüber schon ein Video gemacht, was ihr euch jetzt auch hier oben rechts anschauen könnt. Ja, so sieht er aus. Und ja, also den kann ich wirklich überhaupt niemandem empfehlen, weil der halt so mega laggy ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich entsperre ihn mal kurz. Ja, das hier ist das System iOS 6.0, wie man hier sehen kann. Und ja, also zu dem sage ich jetzt nicht so viel, weil ihr könnt euch dazu das Video anschauen, da wisst ihr genaueres über den. Ja, und das war's mit dem Gerät. Und jetzt kommen wir noch zu dem Zubehör, was ich zu den Geräten so habe. Also für das Samsung Galaxy Tab 3 hab ich hier eine Tasche. Die sieht so aus. Die ist zwar auch schon ein bisschen voll mit Dreck, aber macht nichts zur Sache. So, das kann man hier öffnen. Und dann ist das Besondere bei dieser Tasche, die hat hier drin wie so Luftpolster. Und dadurch ist das Galaxy Tab 3 halt richtig gut geschützt. Passt auch perfekt rein. Dann kann man das zumachen und dann kann man es in seine Tasche oder wo immer auch hin verstauen. Und dann geht das Galaxy Tab 3 dadurch nicht kaputt. Ja, für das iPhone 4S habe ich zwei Dinge. Nämlich einmal diese Hülle, die ich halt von meinem Freund bekommen habe. Hier kann man auch sehen, hier ist die Aussparung dann für das Apple-Logo. Und die Hülle hat halt hier an der Seite wie so ein raues Material, wodurch, wenn man die so in der Hand hält, kann man das halt richtig gut festhalten. Und das zweite, was ich habe, ist auch wieder so eine Tasche, wie für das Galaxy Tab 3. Und da kann man halt hier das iPhone reinstecken. Und jetzt zeige ich mal, wie das iPhone mit der Hülle aussieht. Die macht man halt hier so ran. Und dann ist hier perfekte Aussparung für das Apple-Logo. Und auch so kann man die viel besser halten wie dieses rutschige Handy. Und falls ihr jetzt fragt, nein, man muss nicht das Handy aus der Hülle holen, um es in diese Tasche zu tun. Es passt auch so rein. Man muss es dann zwar ein bisschen drücken, aber ich finde, es ist sogar so besser drin, als wenn man das ohne, also als wenn man bloß das Handy reinsteckt. Ja, und so sieht das dann aus. Ja, für das Galaxy S4 habe ich diese Hülle. Also es ist zwar nur so eine 10-Euro Hülle, einfach bloß so zum Schutz. Hat keinen großen Mehrwert, ist halt bloß damit es das Display schützt. Das tut man hier so rein. Und das hat halt mein kleiner Bruder genutzt. Man kann auch hier sehen, das ist schon hier abgeknickt und hier ist schon übelst viel ausgefranst und hier auch. Und vor allem hier löst sich einfach schon der Kleber ab. Aber das macht nichts zur Sache. Und so sieht es dann aus. Und nun zum letzten Gerät, dem Apple iPod 4G. Für diesen habe ich diesen Schutz, den ich auch mal in dem Video gezeigt habe zum Apple iPod 4G.
Das ist halt auch wieder so eine Schutztasche. Und hier kann man den perfekt reinschieben. Und dann sitzt er auch fest drin. Und wenn man den dann zumacht, hat man dann auch einen perfekten Schutz. Ja, also das war's jetzt mit dem Video zu diesen Geräten. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Das war euer Windre 1611 und ciao!